Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und ja, wir sind wieder bei meinem Weihnachts-Pikmondo-Bild und ja, ich wollte es eigentlich nicht anfangen und ja, ich wollte eigentlich ein eigenes Bild anfangen, also ein altes Bild, das ich eigentlich fertig bekommen will. Aber ihr kennt das vielleicht, man kann sich dann ganz lange gut zusprechen und sich selbst davon überzeugen, dass man alle seine Pläne einfach wieder über den Haufen schmeißt. Und ein Argument davon war, es ist Vorweihnachtszeit, es ist November und vielleicht bekomme ich es ja tatsächlich hin, das Bild bis Weihnachten fertig zu bekommen. Ich glaube zwar nicht dran, aber man kann es ja mal versuchen und es wäre halt schön mit euch vorweihnachtliche Paint with Me's zu machen und solche Sachen. Und ja, so habe ich einen inneren Monolog geführt und mich jetzt dazu entschieden, mir passenden Weihnachtsglitzernagellack zu diesen schönen Grüntönen zu besorgen und mit euch heute dieses Bild vorzubereiten. Ich habe 40 Farben. Ich habe eine Aufbewahrungsbox noch komplett eingepackt und mit euch werde ich alle Label aufkleben und alle schön fein säuberlich hier einsortieren. Manche finden das vielleicht langweilig. Wir sehen uns dann beim nächsten Auspackvideo. Alle anderen, die gerne wie ich Videos gucken, wo es einfach nur darum geht, Ordnung zu schaffen. Seid mir willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. So, ich habe mir mal so doppelseitige Folie gekauft auf der Rolle für mein Heaven and Earth Diamond Painting und mir ist die leider ein bisschen zu schwach dafür tatsächlich fürs Diamond Painting. Aber diese großen Rollen, die man aus China bekommt, die gibt es ja immer nur, muss man ja 30 Meter kaufen. Was soll ich denn, also bis zum Ende meines Lebens kriege ich vielleicht schon so viel hin, aber mir ist das irgendwie zu blöd, da jetzt so eine riesige Rolle mit Klebeband mir zu bestellen. Deswegen versuche ich jetzt noch eine europäische Lösung zu finden. Das war mein erster Versuch und der ist nun nicht so richtig gelungen. Aber dafür kann ich das jetzt benutzen, um Sachen aufzukleben. Und zwar klebe ich jetzt hier als erstes mal auf die eine Seite das Coverbild, damit ich am Ende weiß, was hier in dieser Aufbewahrungsbox drin ist. Und ihr seht, es ist nicht das komplette Bild. Weil leider ist hier der Streifen mit den ganzen Nummern drauf und mit den ganzen Symbolen. Und die würde ich gerne so, wie sie sind. Ich habe nämlich keinen Farbdrucker tatsächlich. Würde ich die gerne so, wie sie sind, auf die Döschen drauf machen, obwohl es echt ein bisschen klein ist. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir noch... Ach, ich sehe das schon. Das geht. Ist schon recht klein, muss ich sagen. Genau. Und auf der Rückseite, deswegen nehme ich aber das Vorgedruckte, weil, wie gesagt, ich habe keinen Farbdrucker. Da ist der Rest vom Coverfoto. Das ist das einzige Coverbild, glaube ich, was ich hier drin habe. Zumindest in einer angenehmen Größe. Ich glaube, hier irgendwo auf der Verpackung war auch nochmal so ein Sticker drauf. Egal. Jetzt ist schon zu spät. Jetzt sind wir bei Gras, Gras und so wird, ja. Man erkennt trotzdem, was es sein soll. Darum geht's ja. Ich schneide jetzt hier die klebenden Ränder ab. Und dann kann man die andere Seite abziehen, die orangene Folie. Und das ist Spezielles, das auch wieder leicht ablösbar ist auf der anderen Seite. Das bedeutet, ich kann das hier hoffentlich auch wieder von dem Kunststoff lösen. Wir machen jetzt mal die Box auf. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr euch dieses schöne Mückras Weihnachtsbild von Pikmondo auch gönnen möchtet und mit mir den Wettlauf gegen die Zeit Richtung Weihnachten antreten möchtet, es ist ja nicht genug Stress vor Weihnachten. Wir müssen uns auch noch Bastelstress machen. Naja, den haben wir ja sowieso. Aber ja,
Ich meine, wenn ich werde es wahrscheinlich nicht fertig bekommen, aber dann habe ich es wenigstens angefangen für nächstes Jahr. Und dann habe ich nächstes Jahr auf jeden Fall. Ihr müsst mich dran erinnern, bitte, ja, sonst ziehe ich das nicht durch. Aber dann, ja, habe ich auf jeden Fall. Machen wir das denn jetzt hin? Hier in die Ecke, da, schön in die Mitte, hier oben. Hier oben in die Ecke vielleicht. Unten in die Ecke. Ist ja auch egal. Wisst ihr, und das ist genau das, warum ich nie zu irgendwas komme. Verfluchter Perfektionismus. Furchtbar. So, jetzt haben wir das. Aber ich kann damit trotzdem leben. Dass mein Perfektionismus kann das irgendwie ausblenden. So. Also, jetzt haben wir das hier weg und dieses Ganze, das kommt in den Papiermüll. Es wird ein sehr ruhiges, sehr langsames Video, dass ihr das gleich wisst. So, bereiten wir gleich mal den Streifen vor mit den Labels. So. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche Seite die wieder ablösbar ist. Jetzt muss ich vorsichtig gucken, dass das hier auch drauf geht. Ah, guck mal. Und es klebt sogar noch. Also, man kann hier auch gut korrigieren. Es ist nur echt schwer, nebenher so aufzupassen, dass ihr alles auch im Video sehen könnt. So, jetzt habe ich es geschafft. Und so haben wir fertige Sticker. Ich habe diese Folien jetzt von Modulor bestellt. Das ist ein sehr toller Laden, der sehr viel Bastelsachen hat im Sinne von so grundlegende Sachen. Die haben auch Silikon und eben Klebesachen und Bilderrahmen, Styropor, Bretter und riesige Bogen. Papier und Fotokarton, also alles solche Sachen. Die haben da eine sehr große Auswahl. Ja, da habe ich zum ersten Mal jetzt bestellt, um mir diese Klebebogen zu holen. Aber die hatten auch verschiedene Stärken. Ich konnte das nur wirklich nicht so richtig einordnen, was ich jetzt brauche. Damit ich die Steine auch nochmal bewegen oder loskriege, wenn ich sie einmal gesetzt habe. Aber da braucht man echt ein bisschen was Stärkeres. Deswegen ist mein Heaven and Earth Video noch nicht gekommen. Ich wollte euch nämlich mit korrekten Informationen versorgen, wie ihr das selber machen könnt. Und da ich jetzt mit der Folie noch nicht zufrieden bin, wollte ich das jetzt erstmal noch ein bisschen aufschieben tatsächlich. So, Mensch, wir haben das so lange nicht mehr gemacht. Ich kann mich noch erinnern, eins meiner ersten Videos war mein Einkaufstipps-Videos. Da habe ich Alice zusammengekittet. Und ich glaube, seitdem haben wir das nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum, weil eigentlich mache ich das gerne. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich sowas auch gerne mache und nebenher ein Hörbuch höre. Und da ich nicht fähig bin, Multitasking zu betreiben, machen wir es jetzt mal kurz wieder zu. Genauso wie jetzt. Ich habe nämlich den Faden schon wieder verloren. Mache ich meistens, höre ein Hörbuch und mache dann das so und bin dann ganz in meiner eigenen Welt und da kann ich eben nicht reden. Aber ich habe natürlich auch Spaß, euch voll zu quatschen, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Obwohl, ihr seid ja noch da, ne? Du bist noch da, also so schlimm kann es nicht sein. Also, ich sortiere gerne, nicht inzwischen bei meinem Sortieren und vor allem mit diesen Sortierkästen, nicht nach Symbolen, sondern vor allem gibt es hier sehr wenig Buchstaben und sowas, sondern total viele so Unzeichen und Pfeile und Sternchen. Und deswegen sortiere ich gerne nach Farben.
weil hier sind ja, das Motiv ist ja sehr abgegrenzt. So hier unten sind die Brauntöne, da sind andere Brauntöne, da oben ist es grün und dann zwischendrin ist rot. Und wenn ich es nach Farbton unterteile, kann ich gleich schon mal hier in der Übersicht gucken, okay, wo sind die Grüntöne, dann kann ich da gleich hingehen und dann muss ich nur eine kleine Anzahl an Farben durchgucken, um das Symbol zu finden. Und darum geht es ja bei sowas, schnell die richtige Farbe zu finden, um nicht ewig beim Paint mit Suchen zu verbringen. Ich muss jetzt auch gleich mal gucken, wie viel von diesen großen Tütchen überhaupt in so eine Box passt. Wir haben hier 56 Fächer. Das bedeutet, für ein paar Farben können wir auch mehrere Fächer mit der gleichen Farbe befüllen. Das müssen wir jetzt aber gucken, wie wir das jetzt noch machen. Ich sortiere jetzt im Schnellvorlauf alle Farben nach Farben. So zwischendurch mal, jetzt wo ich gesehen habe, dass hier nach wie vor die tolle Pigmondo-Qualität vorliegt, kann ich euch weiterhin daran erinnern, es gibt einen 10% Gutschein für den Shop bei Pigmondo mit Lea10. Könnt ihr 10% auf euren Einkauf bekommen. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich habe mir jetzt hier die Farben so ein bisschen zusammengruppiert, wie ich glaube, vermute, dass die Schattierung sein könnte. Manchmal schaue ich mir das dann auch auf dem Bild an. Aber hier ist so viel Konfetti auf diesem Bild, dass ich da nicht wirklich was erkennen kann. Also ich freue mich drauf, ich liebe Konfetti. Und also ich habe es jetzt immer hier in Vierergrüppchen zusammengetan. Und hier unten sind nochmal drei helle Töne, die kommen nebeneinander. Da gucke ich dann am Ende, welche Farbe noch übrig ist, die ich noch dazu gruppieren könnte. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar, ich vermute, dass ich dann nachher weiß mit Weiß oder Grau hier noch dazu packe. Und zwar habe ich jetzt dann hier als erstes ist die 907. Und das schneide ich jetzt hier aus meinem Streifen heraus. Ich löse das jetzt hier schon mal an. So, dann wird es nicht so friemlich. Ich habe jetzt die Rückseite schon abgelöst mit der Folie. Und lasse die auch mal unten. Und schneide das jetzt ohne die Rückfolie ab. Der erste Sticker klebt. Juhu! Ich hoffe, meine Kamera macht das scharf. Ich sehe das leider gar nicht von hier aus auf dem kleinen Display. So. Und wir kippen das erste Tütchen rein. So können wir auch gleich überprüfen, ob alle Farben mitgeliefert wurden, die da sind. Als nächstes kommt die 704. Wenn ich jetzt an einem Blatt arbeite, an einer Sektion, wo es viele Blätter gibt, kann ich einfach diese drei Container, die hier mit den grünen Farben sind, rausholen. Und zügig an dieser Sektion arbeiten. Schauen wir mal, wie viele von diesen Tüten hier reinpassen. Die Steine sehen wirklich perfekt aus. Ich kann es gar nicht erwarten, hier wieder mitzuarbeiten. Ich glaube, also da mir Organisieren und Nachfüllen immer wirklich Spaß macht,
glaube ich, werde ich die hier einfach wieder zurück in die Tasche tun und nachfüllen, sobald ich es brauche. Dadurch habe ich eine Übersicht, wie viele Steine ich schon gelegt habe. Und ich weiß, wenn das hier leer ist, habe ich schon ungefähr 200 Steine nur von dieser Sorte gelegt. Das ist auch immer, das hilft mir, also für mich ist das ein großes Bild. Mir hilft das, so Ziele zu haben und sowas leer zu kriegen und nachzufüllen, so ein bisschen bei der Stange zu bleiben. Bei sowas, was mehrere Wochen, Monate dauert, bei solchen Bildern, ist es dann für mich immer eine willkommene Ablenkung tatsächlich. Jetzt kommt die 703. Ich versuche sie auch ungefähr gerade und auf derselben Höhe drauf zu kleben, damit es am Ende ein sehr ordentliches, schönes Bild gibt. Und Entschuldigung, wenn ich gerade gewackelt habe an euch. So, jetzt bin ich gespannt, ob die 703 hier wirklich komplett reinpasst. Sonst muss ich umdisponieren und sie in ein Zwischentütchen umfüllen. Ich will es nicht zu weit aufschneiden. Dafür dauert es jetzt ein bisschen, bis das hier drin ist. Oh! Jetzt schneide ich es doch ein bisschen weiter auf. Hätte ich nicht ganz so vorsichtig sein sollen. Ich habe immer Angst, dass alles mir um die Ohren fliegt. Es passt tatsächlich eine von diesen großen Tüten in so einen Behälter hier. Und hier haben wir ein bisschen Statik. Ich hoffe, manchmal setzt sich das auch einfach wieder. Sonst muss ich da auch mal diese Tücher reinschnippeln. Die Antistatik-Tücher. Das habe ich aber tatsächlich noch nie probiert, aber alle machen das. Aber ich hatte auch noch nie wirklich Probleme mit Statik in den Tüten. Und da können die Hersteller auch gar nichts dafür. Das passiert einfach, dass die sich statisch aufladen. Und genau aus diesem Grund, ich habe jetzt hier alles verschüttet. Deswegen wollte ich vorhin nicht die Tüte so weit aufschneiden, weil ich habe einfach ein Talent dafür, so Mist zu machen. Liegt aber auch echt dran, dass die überall sich dranhängen, diese Steine. Das läuft ja richtig gut. Und wir sind erst beim dritten Döschen. Ich bin ja gespannt, wie lang dieses Video wird. So. Und geht's auch noch zu? Ja, geht noch zu. Was ist das mit der Statik? Das Nervige ist halt, dass dann die überall kleben und immer so rumflippen und rausflippen. Und dann hat man die überall hängen. Mal gucken, was ich damit noch machen kann. Dann die andere Tüte tue ich wieder zurück in diese schönen Ziploc-Beutel, die hier dabei waren. Das finde ich auch toll, wenn die so eingepackt kommen und nicht in diese Einmal-Plastiktüten. Dann machen wir jetzt die 906. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch dieses Video ganz gucken werden. Ich gucke sowas immer gerne zum Einschlafen. Erzählt mir doch mal, was ihr gerade macht. Seid ihr gerade am Diamond Painten oder guckt ihr es auch zum Einschlafen? Oder macht ihr vielleicht ein anderes Hobby? Oder bereitet ihr vielleicht schon ganz vorbildlich eure Weihnachtsgeschenke vor? Die meisten sind ja immer last minute, ich ungefähr auch. Weil ich die ersten zwei Weihnachtsgeschenke heute schon bestellt habe. Ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr mal nicht bis zur letzten Sekunde zu warten. Und das schon gleich schon mal umgesetzt. Nee. So. Das ist Nummer 1. Die erste Runde ist fertig. Die restlichen 906er kommen hier wieder rein. Habe ich natürlich auch diese Tüte ausgeschüttet. Mensch. Ich bin so verplant heute. So, aber ich muss auch sagen, ich filme jetzt seit 5 Stunden schon YouTube-Videos vor, weil ich weiß, dass es jetzt demnächst bei mir im Laden sehr stressig werden wird. Und ich habe tatsächlich total viel, was ich jetzt auch immer gerne machen wollte. Moment. Ich mache jetzt mal kurz hier die 701.
Und mich macht das dann richtig traurig, weil ich habe so viele Ideen und ich schreibe mir das dann auf, was ich gerne mit euch machen möchte. Und dann habe ich irgendwie nie Zeit, weil mit eigenem Unternehmen ist man halt, muss man manchmal doch eben oder öfter flexibel sein und doch mal ein paar Stunden länger arbeiten. Und dann ist man eben doch so kaputt und kann nichts mehr machen und dann ist das Licht nicht mehr gut und alles solche Sachen kommen dann immer dazwischen und das macht mich echt traurig, dass ich das dann nicht machen kann. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Tage freigenommen tatsächlich und kann ein bisschen vorfilmen, damit ihr nicht so lange leer ausgehen müsst. Dann haben wir als nächstes die 905. Ja, aber wir waren ja bei Weihnachtsgeschenken und die naheliegende Frage ist natürlich, macht ihr etwas selbst oder kauft ihr eure Geschenke oder kauft ihr eure Geschenke bei Handmade-Unternehmen, zum Beispiel bei Etsy? Ich glaube, hier ist zum Beispiel so, ich habe jetzt hier zwei große Verpackungen und eine kleine und erfahrungsgemäß ist hier so viel Zuschuss, dass diese ganze Packung theoretisch überbleiben könnte. Ich bin mir nicht sicher, es könnte aber sein. Deswegen werde ich diese Tüte zulassen und eine von den großen anschneiden, weil dann kann ich die hier am Ende so in meinen Vorrat legen und muss keine extra Tüte dafür machen. Wenn ihr mich seht, dass ich das trotzdem anders mache, dann ist es einfach, weil ich dieses Vorhaben schon wieder vergessen habe. Aber im Normalfall schaffe ich das. Ist so meditativ. Ich mache das nach wie vor so gerne. Diese Vorbereitung und ach, es ist so, man muss über nichts nachdenken. Naja, man muss beim Diamond Painting auch über nichts nachdenken, aber ich habe das Gefühl, ich wackele hier die ganze Zeit am Tisch. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ja, es ist auf jeden Fall für mich das Beste. Einfach Diamond Paintings vorbereiten. Ich würde am liebsten nur Diamond Paintings vorbereiten. Nein, Painten ist natürlich auch schön. Da mache ich es jetzt auch so. Erstmal die große und dann die kleine. Nummer 986 ist das. Vielleicht sollte ich erstmal das Schild aufkleben. Weil sonst vergesse ich gleich, welche Farbe das ist. Wo ist es? 986. Manche von euch haben ja vielleicht mitbekommen, dass ich in meinem Leben schon sehr viel umgezogen bin, einfach den Umständen entsprechend. Es hat sich immer was ergeben, was geändert, dass ich umziehen musste oder wollte. Und zuletzt haben wir in einem sehr, sehr hellhörigen, sehr lauten Haus gewohnt. Und haben jetzt endlich eine ruhige Wohnung gefunden. Und ich habe hier in dieser Wohnung erst ein einziges Bild aufgehängt und auch keine Wandschränke oder Löcher in die Wände gebohrt, weil ich tatsächlich mir nicht 100% sicher war, ob wir es schaffen, länger als ein Jahr in einem Ort zu wohnen. Und so sehr ich mir es gewünscht habe, weiß man einfach nie, was passiert. Sei es irgendwie Jobwechsel oder ja, irgendwas mit den Nachbarn, Vermietern. Man will ja auch einfach, dass es zu Hause ein Ort ist, wo man seine Ruhe hat und von der stressigen Woche runterkommen kann. Und wenn es das nicht ist, muss man daran was ändern. So, dann kommt jetzt 890. Ich muss immer erst, ich habe hier inzwischen drei so Streifen, ich muss mal gucken, dass ich euch das alles hier mit ins Bild hole. So. Jedenfalls ist es jetzt so, wir sind jetzt seit einem Jahr hier in dieser Wohnung und in absehbarer Zeit werden wir wohl nicht umziehen, zum Glück.
Ihr merkt schon, es fällt mir so schwer, gleichzeitig mehrere Sachen zu machen. So. Wir wohnen jetzt seit einem Jahr hier. Es sollte sich nichts ändern daran. Das bedeutet, ich denke jetzt endlich nach einem Jahr mal drüber nach, ob ich neue Möbel kaufe, mal ein bisschen Sachen an die Wand hänge, Regale an die Wand hänge, irgendwelche Haken und Deko und ja, wir hatten sogar nur eine Standgarderobe, weil wir tatsächlich hier im Flur nur eine klitzekleine Wand haben und da haben wir ein sehr hohes Schuhregal stehen, wo keine Jacken oder sowas drüber passen. Deswegen haben wir so einen Kleiderständer. Ja, und jetzt denke ich, es ist sehr schön, endlich darüber nachdenken zu können, mal sich richtig einzurichten. Ich bin da schon so gewöhnt. Ich habe mir das relativ früh abgewöhnt. Also ich bin mit 18 ausgezogen und seitdem sehr oft umgezogen. Sei es wegen Studium, Job, sonst irgendwas. Mal irgendwo hingezogen, gemerkt, ich will doch wieder zurück. Wie das halt so ist. Womit fange ich jetzt an? Mit der hellsten oder mit der dunkelsten? Ich habe jetzt immer rechts die dunklen und links die hellen im Verhältnis. Ne? Ja. Das heißt, als nächstes mache ich wieder von dunkel nach hell. Dann machen wir jetzt die 8. Die 5, 8, 1. 5, 8, 1. Und deswegen habe ich mir das sehr schnell angewöhnt, in einer Wohnung nicht irgendwie richtig anzukommen und irgendwie, ich habe einmal die Wände in der Farbe gestrichen, ansonsten nicht mehr, meistens keine Löcher in die Wand gemacht. Wenn ich es gemacht habe, habe ich es dann schnell bereut, weil wir wieder weg mussten. Und das ist dann so eine Arbeit, die ganzen Sachen wieder zuzuspachteln und abzubauen. Und deswegen hängen jetzt echt alle Hängeschränke im Keller. Nichts hängt an der Wand. Ich hatte keine Motivation, auch Sachen zu rahmen, weil ich einfach irgendwie mich nicht dazu bringen konnte, die Sachen aufzuhängen. Ich dachte, wer weiß, was nächsten Monat ist, ne? Und das ist dann auch, das denkt man dann gar nicht mehr so aktiv nach so vielen Jahren. Das ist dann ganz automatisch. Ich habe natürlich trotzdem Deko aufgestellt auf den niedrigen Schränkchen und Kommoden, die ich so habe. Aber nichts an den Wänden. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass es jetzt endlich mal soweit ist. Sonst bin ich schon fleißig online am Schauen. Und ich will auch eine neue Aufbewahrung für meine doch sehr gewachsene Sammlung an Diamond Paintings und Sticksachen. Alles andere ist nicht gewachsen, aber das sind eben meine beiden Lieblingshobbys und durch YouTube hat echt dazu beigetragen, dass ich viel mehr Sachen habe, als ich sonst hätte tatsächlich. Und das war die 966. Man bekommt eben doch mal Sachen zugeschickt und man möchte auch irgendwie immer wieder was Neues haben zum Zeigen. Das ist jetzt auch nichts Negatives, ist ja was Schönes. Ich bin total glücklich, ein Teil der Community sein zu dürfen. Aber man ist einfach noch so ein bisschen mehr, wenn man so, sag ich mal, wenn man einen Laden durchstöbert und dann so denkt, ich habe so viel Zeug, ne? Brauche ich jetzt auch nicht. Und dann denkt man sich im zweiten Gedanken, man könnte ein Video dazu machen. Und schwupps, ist es gekauft. YouTube wird einfach die ultimative Ausrede für neues Zeug. Aber eben beim Diamond Painting ist es jetzt auch so, es ist ja auch schön, es ist eben so, ich gucke ja auch so gerne Auspackvideos und diese Vorbereitungsvideos und am liebsten gucke ich Auspackvideos, wenn es nicht nur ein Bild ist, sondern mehrere. Dann sieht man ganz viele tolle Motive und so auf einmal. Und ja, das ist, das möchte ich dann auch gerne so haben und zeigen und dann hat man Zeug.
Und dann fange ich ja auch jedes, also fast jedes, inzwischen fange ich nicht mehr jedes an, weil ich habe nicht so viel Platz, alles anzufangen. Aber die meisten meiner Unboxing-Videos zeigen den Anfang des Bildes, um die Qualität der Steine beurteilen zu können. Man kann es nämlich nicht beurteilen vorher. Es geht nicht. Man kann eine Tendenz erkennen vielleicht, aber wie das am Ende beim Painten ist, weiß man eben erst. Aber das erzähle ich jedes Mal. Also Entschuldigung. Aber manchmal sind ja auch neue Leute dabei. Und ich kriege immer wieder Kommentare, Lea, warum hast du so viele Bilder überhaupt angefangen? Wie kann man so viel Zeug haben? Ja, ist halt so, ne? Wir haben halt Spaß hier. Muss ja auch nicht. Ich sag ja auch nicht, alle müssen jetzt 100.000 Bilder gleichzeitig haben. Aber es ist halt auch einfach unterhaltsam, in Videos einfach mehr Kram auf einmal zu zeigen. Guck mal, wie schön das aussieht. Dafür liebe ich diese Aufbewahrung. Alleine dafür, wenn man diese Übersicht sieht mit diesen wunderschönen Farben. Und passend zu grün würde ich jetzt echt gerne mit gelb anfangen. Ich habe hier nämlich ein paar gelbe Farben. Und ich werde gleich wieder nicht wissen, wovon ich geredet habe, aber ist ja auch nicht wichtig. So, wir haben einmal das hier. Und das hier. Und ich habe gerade mal gespickelt. Das sind tatsächlich so helle Highlights auf den Tannenzapfen. Ich bin so gespannt, wie das rauskommt, Leute. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Und ich bin echt immer dankbar für Händler, die Symbole... Ich meine, hier sind zwar die Symbole mit der passenden Farbe hinterlegt. Das ist ja auch nicht schlecht an sich. Aber ich mag es eigentlich immer lieber. Ich hätte sogar gerne schwarz-weiß, ganz ehrlich. Wenn man dann dieses Bild so richtig wachsen sieht. Und man vorher so gar nicht oder halt so... sehr wenig Ahnung hat, wie es rauskommen könnte. Jetzt muss ich hier mal eben schauen. 7, 4, 3, 6 habe ich 2. Ich suche jetzt mal alle, die so ungefähr in diesem Farbspektrum sind. Jetzt kommen wir schon in die Richtung der Brauntöne. Da habe ich natürlich mit Abstand am meisten von. Ich gucke mal eben, was ich jetzt noch bei... Wobei die ja eigentlich echt gut zusammenpassen, würde ich so sagen, ne? Machen wir das doch einfach. Weiß nicht so richtig. Das ist ein bisschen rötlicher als das hier. Finde ich noch irgendwie so ein helles Braun? Nee. Also, damit ihr es nochmal kurz seht. Ich habe hier alle Steine so außenrum um mich rum aufgereiht. Damit ich mir die Farben schön raussuchen kann. Da kommt noch... Oh, das das schöne Braun. Ich mag so rot. So, aber nun wieder zurück zur Nahansicht, damit ihr seht, was ich tue. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Runde Gelb. Will ich das Gelb? Nee, passt. Passt, passt, passt. So, ich klebe jetzt einfach mal zum Spaß alle Nummern auf, die wir hier in einer Reihe haben. Und zwar ganz links ist die 165. Ihr seht es jetzt leider, vielleicht drehe ich das Video um, dann seht ihr es nicht auf dem Kopf. Ich muss die Kamera nur in die andere, in die gegenüberliegende Richtung setzen. Sonst habe ich die ja direkt vor mir und das ist ein riesen Oschi. Und dann sehe ich gar nichts mehr, gar nicht mehr, was ich mache. So. Ich bin ja echt überrascht, dass hier so viele verschiedene Farben drin sind. 30, 4, 7. Ich finde es ja auch manchmal schade, manche Händler sparen sich ja auch so ein bisschen die... sparen sich ein bisschen die Farben und machen es dann einfach schwarz. Hier sind übrigens, glaube ich, nur 250 schwarze Steinchen verarbeitet. Wäre aber auch schwer, hier mit schwarz zu tricksen. Aber dann wird einfach der Kontrast ein bisschen hochgefahren bei manchen und dann
hat man eben ganz viel Schwarz. Ich meine, es kommt trotzdem schön raus. Dafür muss man eben nicht so viele Farben mitliefern. Es ist günstiger dadurch und ja, der Hersteller spart sich ein bisschen Farbe. Und dafür müsst ihr dann ganz viel schwarze Steinchen nebeneinander setzen. 7, 8, 3. Man sieht ja auch, die sind alle hier durcheinander. Die sind natürlich nach DMC-Farben sortiert auf dieser Liste. Und bei DMC ist es, glaube ich, so, das ist ja nicht immer so richtig logisch, wie die Farben bei DMC sind, so vom Ablauf her, ne? So wie ich das meine zu wissen, ganz mal so geraten und das, was ich jetzt so die letzten Jahre mitbekomme, war es bestimmt so. Die hatten, sagen wir mal aus Spaß, ich weiß nicht genau, wie es angefangen hat, aber sagen wir, sie hatten irgendwie 50 Farben am Anfang und die haben dann alle noch so ungefähr gepasst. Vielleicht haben sie auch schon bewusst Lücken gelassen, damit sie später weitere Farben noch hinzufügen können und einschieben können. Und in den letzten Jahren war es so, es gab vor drei Jahren mal eine neue Palette und da waren irgendwie, gab es 10 neue Farben und es ist dann die Nummer 01 bis, oder es war 13 oder so, glaube ich. Und dadurch, dass sie ihre Tabelle über viele, viele Jahre einfach immer weiter erweitert haben und eben immer wieder mal drei lila Töne hier, mal 2 Grüntöne da. Und die sind dann halt schattierungsmäßig auch gut aufeinander abgestimmt. Dann hat sich halt so eine Liste ergeben. Die haben für sich versucht, diese Kollektion irgendwie abzutrennen, dann kommt halt dieser Sprung zu 3000 und den 3800ern und so und das sind dann einfach Farben, die sind später dazu gekommen oder die sind ursprünglich dabei gewesen, je nachdem. Und so bildet sich eine Liste, in denen die ganzen Farben ziemlich durcheinander sind. Aber es ist halt schön, so eine Palette zu haben. Also meine Vermutung ist, wie das funktioniert, wie das hier zusammenhängt. Sticken gibt es ja viel länger als Diamond Painting, Kreuzstickerei meine ich jetzt. Und für die Kreuzstickerei gibt es nur schneiden parallel ist mir schon zu viel, ne? Wie soll das mit einem Paint With Me werden? Ich weiß es nicht, Leute. Jedenfalls, es gibt Programme, mit denen man sich Stickbilder machen kann. Also die werden generiert von einem Computerprogramm. Das funktioniert meiner Vermutung nach so, dass das Computerprogramm, ich meine, so ein Bild, digitales, besteht halt aus vielen Pixeln, so wie ein Diamond Painting auch. Nur ist die Dichte der Pixel pro Zentimeter natürlich um viel, vielfaches höher. Wo habe ich denn jetzt die Tüte mit den ganzen übrigen Steinchen hin? Ist die mir jetzt runtergefallen? Ach nee, ich habe hier das Ding draufgestellt. So, und dieser Computer liest eben diese Pixel aus, die es auf diesem Bild gibt, und kann sie dann umwandeln in gröbere Pixel, um ein Bild zu erstellen. Und so haben eben diese Stickprogramme, so funktionieren die Stickprogramme, die sind natürlich immer weiter verfeinert worden, damit sie zum Beispiel Hautfarben besser abbilden können, weil Hautfarben ja aus ganz vielen verschiedenen Farben bestehen. Ihr seht ja, hier ist auch so blau, wo die Adern sind und ein bisschen grünlich durch die Mischung mit der Haut und dem Rot und allem. Also in Farbe, in Haut, es sind so viele Farbtöne drin. Und das ist eben sehr schwierig, das abzubilden. Das ist ja heute noch so bei manchen Diamond Paintings, wenn ihr euch Sachen personalisieren lasst. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich lese sehr viel in Diamond Painting Gruppen und da ist gerade die Hautfarbe, wie die schattiert ist und so echt ein Problem oft. 7, 8, 3. Naja, jedenfalls gab es eben diese Umwandlungsprogramme und das sind mit Sicherheit die Programme, die heute auch verwendet werden für Diamond Painting. Und dadurch, dass damals die schon eingespeist waren mit dieser sehr großen Palette mit DMC-Nummern,
kann man natürlich einfach diese Programme hernehmen, die für Sticken eigentlich sind, und das umwandeln. Ist ja das gleiche Prinzip, als würde man ein Stickbild generieren. Und diese Farbpalette mit DMC-Farben eben nutzen für Diamond Paintings. Und so gibt es jetzt auf den Diamond Paintings überall die DMC-Nummern. Das ist, finde ich, so die naheliegendste Erklärung, wie das so kommt. Und ich meine, die meisten Läden, es gibt ja nicht unendlich viele Diamond Painting oder computergenerierte Bilderprogramme, nennen wir sie so. So, jetzt haben wir hier die braun, gold, gelb Töne. Mit welcher Farbe machen wir gleich weiter? Und deswegen gibt es eben die DMC-Farben. Und viele verschiedene Firmen werden die gleichen Programme benutzen. Und diese Programme sind eingespeist eben, um zu berechnen, welche Farben man braucht mit DMC. Und so sind die Steine auch DMC. Mal gucken. Jetzt machen wir vielleicht die Rottöne. Ich suche mir jetzt immer so die herausstechendsten Töne so raus, um die schon mal rauszusortieren. Hier dieses wunderschöne Lachs-Pink-Rosa. Irgendwie so. Das hier ist auch so ein richtiges Pink. Das wird wahrscheinlich dann für diese Christkugeln, Weihnachtsbaumkugeln. Ist ja gar keine Nummer. Doch, die ist nur weiß. Komisch. Das sind die Rottöne vielleicht schon. Ah nee, hier. Habe ich noch mehr. Da habe ich noch mehr. Da hinten habe ich noch mehr. Das ist 315. Hier hinten ist nur noch dunkelblau. Wir haben auch lila, das muss ich auch gleich machen. Wir haben lila, blau und grau. Und hier ganz dunkles Braun. Und das hier ist auch ganz viel Braun. Aber hier ist noch versteckt so ein 315. Ah, das sind die gleichen. Okay. Und dann haben wir hier lila. Das wird auch ganz viel im Holz sein. Das heißt, das Holz ist ein bisschen lila. Das finde ich ganz toll. Ich mag lila. Das ist eine meiner Lieblingsfarben tatsächlich. Und hier haben wir noch mehr lila. Das heißt, ich kann lila vielleicht auch gleich mal so ein bisschen mit aussortieren. Hier oben liegt noch weiß. So, dann tue ich alles, was so 0815 braun ist, mal hier rüber schieben. Dann habe ich ein bisschen Platz. Das ist alles braun. So, dann haben wir hier oben, jetzt weiß ich noch nicht so genau, wie ich das sortieren will. Das eine ist eher ein rötliches, das andere ist eher 150, ist eher pink. 3801. Passt auch eher hierzu, ne? Zoom euch gleich mal ran. Da muss ich jetzt echt mal gucken, wie ich das sortiere hier. Dann haben wir hier die 315. Die passt sehr gut hier neben dran. Weil ich denke eben, diese Schattierungen sind auch auf dem Bild dann die Schattierungen. Und dann kann ich die gleich hier, die werden wahrscheinlich sehr wahrscheinlich dann auch so nebeneinander benutzt auf dem Bild. 3041 habe ich hier. 3740 habe ich hier. Dann habe ich, das ist auch 3041 und das ist eher so ein hellbraun, würde ich sagen. Okay, die hier passen ja mal wunderbar zusammen. 1, 2, 3, 4. Die hier würde ich mal so zusammen verpacken. Ich lasse euch einfach mal da oben ein bisschen weiter weg von mir. So, wir haben die 150. Ich hole jetzt mir jetzt den nächsten Vierer raus. Die 150.
Okay. Das ist die 150. Davon haben wir nur ganz wenige. Dann haben wir die 315. Ich schätze mal, das wird auch so ein Highlight sein im Holz vielleicht. Oder ein ja, weiß man nicht so genau. 315. Mensch, die zwei wollte ich doch gar nicht. Die wollte ich doch zusammenlassen. Ich depp. Tja. Die nehmen wir natürlich so ein großes. Ist jetzt nicht so schlimm. Und ich nehme nachher, ich packe jetzt hier alle Spezialfarben rein und in die andere Tüte, die ich noch übrig habe, packe ich dann nachher die ganzen Brauntöne rein. Dann finde ich die ganzen Sachen auch leichter. So, ich wollte ja eigentlich erst, es hat letzte Runde gut geklappt, erstmal die Aufkleber hier drauf machen. 315. So. Ich muss jetzt gleich mal einen Schluck trinken. Ich bin es gar nicht gewohnt, so viel zu reden. Einen Moment. Wollte ja nebenher mal noch durch die Kommentare durchgehen, falls mir nichts mehr einfällt, mit was ich euch die Ohren blutig labern kann. Aber vorher füllen wir erstmal die 315 ein. Das habe ich wieder richtig gut gemacht, ne? Es gibt ja so Gummistifte, wo die Steine eben kleben bleiben. Die könnte ich mir mal bestellen eigentlich und gucken. Ich will euch demnächst auch mal, ich habe noch ganz viel so Zubehör und neue Stifte und ja, so Helfer einfach bestellt. Und da kommt auf jeden Fall dann auch noch ein Video mit allen möglichen Helfer fürs Diamond Painting. Das sind, da kommen was auf mich zu hier. 3740. Und ich werde die Sachen erstmal eine Weile testen und euch danach erzählen, ob sich was bewährt hat oder nicht. Manchmal ist es ja auch so, dann hat man irgendwie so ein neues Gadget sich gekauft und denkt so, ja, voll cool, habe ich mir jetzt gekauft, ist was Neues. Und irgendwann merkt man so, also so viel einfacher macht es die Sache jetzt nicht. Und dann liegt es in der Ecke und man benutzt es nie wieder. Ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich auch eine Geschmackssache. Das ist halt, die einen finden sowas total nützlich, die anderen nicht. Die einen wollen am liebsten überhaupt nicht hier das alles in die Sachen füllen und haben am liebsten alles schon fertig. Und andere wie ich, die können hier stundenlang sitzen und hier so die Behälterchen füllen und glückselig solche stupiden Sachen machen. Deshalb ja, ist es immer schwierig zu sagen, ja, das ist besser und das ist schlechter. Ich kriege auch nach wie vor, ich meine, es ist ja wirklich die meist gefragte Frage aller Fragen, rund oder eckig. Die existenzielle Frage der Diamond Painter. Und ich sag euch ganz ehrlich, es ist einfach Geschmackssache. Ich kann euch nicht sagen, was einfacher ist. Ich kann euch nicht sagen, was besser ist. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Das Beste ist es, einfach auszuprobieren. Einfach sich kleine Bilder holen und einfach mal alles. Ich meine, die Neugier siegt doch am Ende sowieso, oder? Wenn jetzt jemand ein Video guckt. 3041 erstmal suchen. Da. Wenn jetzt jemand ein Video guckt, ja, und da drin wird gesagt, Leute, ich finde runde Steine total doof, macht einfach nur eckige Steine. Haltet ihr das durch, in eurem Leben dann keine eckigen Steine mehr zu kaufen? Oder keine runden mehr, wenn sie sagt, die eckigen sind am besten. Also, ich meine nur, ausprobieren. Das ist wirklich am besten.
Es gibt ja so günstige Bilder. Ich würde mir, wenn ich mir ganz unsicher bin am Anfang. Hä, warum passt das jetzt plötzlich da nicht rein? Da war jetzt, da seht ihr, in manchen, also das läuft jetzt gerade über, weil echt viel drin ist. In manchen ist echt ein bisschen mehr drin als in anderen. Die sind ja so automatisiert, diese Abfüllmaschinen. Manchmal kommen mal 10 mehr, mal ein paar weniger mit durch. Mann, kriege ich dieses Ding noch zu? Ja, aber nur so gerade. Und in dem anderen ist halt noch Platz, ne? Das ist beides eine große Tüte gewesen. Außer ich habe hier natürlich beim Quatschen vergessen, dass ich hier schon eine reingetan habe. Aber ich glaube nicht. Nö, ich sehe keine. Ich sehe auch keine leere. Na, ich werde es ja auf der. Ich werde es auf dem Video nachher sehen, ob ich einfach nur zu blöd war. Oder ob das wirklich so einen großen Unterschied macht. Jetzt haben wir hier wunderschöne Lila-Töne. Das ist auch noch 3041. Jetzt habe ich hier aber keinen Blödsinn gemacht. Ne? Nee. Ich hatte gerade echt kurz Angst, dass ich aus Versehen hier die falsche Farbe reingefüllt habe. Aber ich glaube nicht. Ne, mein Gehirn kann einfach... Ich kann kein Multitasking. Ich konnte das noch nie. Okay, lila fertig. Jetzt haben wir hier natürlich... Das Problem mit diesen Rotfarben. Und mein Akku ist gleich schon wieder leer. Das heißt, ich muss dann schon wieder eine Pause machen. So lange kann ich dann aber die anderen Sprachen einsprechen. Tja. Das ist halt schwer, weil ich hätte die gerne zusammen. Und ich würde auch ungern eins in so ein grünes reintun. Ich könnte höchstens so eins später mit in was Braunes reinmachen. Deswegen schiebe ich das jetzt erstmal auf. Ich habe jetzt hier eben 5 Farben und es passen nur 4 in eine Box. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie ich das mache. Okay, Brauntöne. Ich zoome euch wieder raus. Hui. Okay, Brauntöne. Wir haben das, wir haben das, 379, das wird jetzt so schwer, das hier zu sortieren. 433, schaut euch das an. Die sind super ähnlich alle. Krass. Dann haben wir hier, also das hier sind so die rötlichen Brauntöne, dann haben wir hier eher so die schwächeren. 3861, das sind die, gehören zusammen. Dann haben wir hier 3860, die zwei sind auf jeden Fall zusammen. Ich finde auch das passt ganz gut dazu. 779, vielleicht. Dann schwarz kommt zusammen mit dunkelbraun. Und dann habe ich hier auch noch 823, ein ganz dunkles Blau. Das tue ich hier auch dazu. Zu dem dunklen 3371, weil ich bin mir sicher, dass die hier alle zusammen am Ende verwurstelt werden. Und dann haben wir die hellen hier rechts und das ist dann die Schrift. Die werde ich auch zusammenpacken. So, dann haben wir noch die zwei. 779 gehört hier dazu. Ich muss jetzt mal gucken. Manche sind ja auch doppelt. Das ist alles hier 779. Das wird so eins der Hauptfarben. Das ist wahrscheinlich die Farbe, die ich am meisten painten werde. Von dem ich am meisten habe. Das kommt hier nach rechts. Okay. Die passt sehr gut zu diesen hellen hier. Die passt aber auch gut zu den dunklen. Weil ich denke, die dunklen... Wobei... Und ich meine, Lila werde ich auch oft brauchen. Versuche jetzt gerade mir schon im Vorhinein Gedanken zu machen, was wohl häufig zusammenpasst. Damit ich das beim Painten nicht immer alles suchen muss. So. T.
Ja. So viel Farben haben wir gar nicht übrig. Hier haben wir nochmal 3772. So, das ist das, was wir jetzt noch übrig haben. Ich werde wahrscheinlich hier das hier gar nicht, hier fehlt ja noch eine Farbe, die muss ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Ich tue einfach, ich lege jetzt mal einfach, was ich noch übrig habe. Einmal was helle, einmal für die hellen eine Verpackung, einmal für die Rottöne, einmal für die dunklen Töne und für die hier, ja, ich habe noch genug. Ich habe danach immer noch übrig. Jetzt müssen wir mal gucken, welche von denen hier oben, von den Rottönen, ich jetzt woanders hin mache. Die kommen vielleicht einfach zu den Weißen. Ist ja Wurst, ne? Weil dann kann ich jetzt mal anfangen hier mit denen. Dann kommen hier die dunklen Töne, tue ich schon mal zur Seite. Das sind 3. Dann mache ich jetzt die hellen hier zur Seite. Das sind auch 3. Huch, jetzt bin ich an die Lampe gekommen. So, jetzt wieder hell. Dann habe ich hier, ich glaube, ich möchte die hier zusammen machen, die 4. Oder? Ja. Es ist manchmal, es fällt mir manchmal auch so schwer, ich bin so gefangen in mir mit meinem Perfektionismus. Es ist ja auch egal, wenn mal irgendwas nicht 100, aber ja. Okay, dann haben wir hier, das ist am dunkelsten von denen hier. Die sind total schwer einzuschätzen, die sehen sich so ähnlich. Ich glaube, ich tue die hier. Ach, guck mal, ich bin ja auch blöd, ne? Das ist die gleiche Farbe. So. Dann sind die hier zusammen. Und dann haben wir noch die 2 übrig. Und ich glaube, da tue ich jetzt das hier noch dazu. Und dann haben wir das hier zusammen. So, und jetzt sind alle Verpackungen hier zugeordnet. Okay. Ich mache jetzt hier noch... Findet ihr das schlimm, wenn ich jetzt... das überspringe und ihr dann am Ende nur noch das Ergebnis seht, sagt es mir in den Kommentaren, dann mache ich es nächste Mal ausführlicher. Aber ich mache jetzt hier einen Schnitt, mache den Rest fertig und dann sehen wir uns gleich. Mein Akku ist nämlich leer. So, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Puh. Das sind alle Farben. Es hat sich so gelohnt, wie schön das aussieht. Ich habe jetzt hier Fächer einfach freigelassen. Hier unten sind die grauen und die im Dunkeln leuchtenden Farben. Ich bin so gespannt, wie das später aussehen wird, wenn die Schrift damit gemacht wurde. Dann haben wir hier die ganzen Grüntöne, Gelb und die Rot- und Pinktöne. Und hier unten geht es dann los mit Lila und den ganzen Brauntönen. Hier haben wir diese einzelnen Einzelgänger hier in Hellpink sitzen. Ich glaube, davon habe ich bestimmt nicht so viele. Und hier oben genau weiterhin braun und am Ende schwarz und dunkelblau. Das ist nun fertig und bereit zum Starten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr da seid. Ich habe heute 10 Stunden lang gefilmt. Das ist jetzt mein Abschluss. Es ist dunkel. Ich habe gestern auch schon 6 Stunden lang gefilmt. Also nicht am Stück gefilmt, aber eben vorgearbeitet und Zeug organisiert und Pläne gemacht und was alles so dazugehört, noch die Thumbnails gemacht, Video bearbeitet. Ich werde wahrscheinlich nochmal so 20 Stunden jetzt reinstecken, um alle Videos zu bearbeiten. Aber ich mache das so gerne, weil ich so gern Kontakt mit euch habe und mich immer freue, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, gebt mir Bescheid. Übrigens waren 2 Beutel am Anfang dieser Größe hier drin. Ich habe es jetzt auf die Hälfte reduziert. Die Hälfte ist jetzt hier drin. Und bald werdet ihr ein Video von mir sehen, wie ich dieses Bild anfange. Vergesst nicht, wenn ihr mit mir dieses Bild machen wollt oder eins dieser im Dunkeln leuchtenden Bilder von Pikmondo, die ganz neu rausgekommen sind, machen wollt, vergesst nicht meinen Couponcode LEA10,
Der steht auch nochmal unten in den Kommentaren zu benutzen. Dann bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Picmondo. Das sind jetzt die abschließenden Worte. Dankeschön, dass ihr da seid und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Drückt den Abo-Knopf und die Glocke. Bis dann. Ciao.